Ihr, die fünf Kage, versammelt euch. Folgt hier auf Antrag von Lord Raikage. Ich, Mifune, werde den Vorstand führen. Und jetzt mögen die fünf Kage-Gipfel beginnen. Wir haben wenig Zeit. Zuerst muss ich euch sagen, warum ich euch gerufen habe. Ich habe euch hergerufen, um eure Treue auf die ultimative Probe zu stellen. Das kommt etwas plötzlich, Raikage. Treue? Treue jetzt nicht ein bisschen zu dick auf? Du bist unverdient, Chokikage. Denn du bist der Verdächtigste von allen. Was sagst du da? Konoha, Iwan, Tsuna, Kiri, wenn Akatsuki und Tsuna sich abtrünnigen Ninjas aus all euren Dörfern. Und das ist noch nicht alles. Ich habe Beweise, dass wir euch diese Inti nutzen, von den Akatsukis gezogen haben. Nutzen gezogen? Was meinst du damit? Du willst Akatsukage? Und völlig ahnungslos sein? Ihr aus Süden habt doch bereits Nutzen aus den Akatsuki gezogen. Gegenwärtig herrscht Stabilität und Frieden bei allen fünf Großmächten. Es wird abstattend aufgerüstet. Natürlich sind damit Risiken verbunden. Falls plötzlich ein Krieg ausbrechen würde, wer sollte dann kämpfen? Ein Weg zur Lösung des Problems wäre, eine Söldnergruppe zu unterhalten, wie etwa die Akatsuki. Meinst du das? Sie ziehen für sehr geringe Bezüge in den Krieg und liefern ausgezeichnete Ergebnisse. Kommen wir jetzt nicht auf die hochnäsige Tour. Was ist denn Lady Mitsukage? Da die Situation nun mal ist, wie sie ist, will ich ehrlich sein. Die Frage steht immer, ob jemand meinen Vorgänger, den Mitsukage in der vierten Generation, manipuliert hat. Möglicherweise jemand von den Akatsuki. Wollte die Sache allerdings nicht an die große Glocke hängen. Dein Dorf also auch. Ich wusste es. Ihr ekelt mich an, alle. Bevor ihr jetzt anfangt, gegenseitig Komplimente auszutauschen, gibt es noch etwas, das ich allen hier Versammelten sagen möchte. Warum geht es? Der Anführer der Akatsuki ist wahrscheinlich Madara Uchiha. Ich durchschaue die Sache selbst noch nicht ganz, aber die Information stammt aus einer recht verlässlichen Quelle. Ich dachte, der sei schon lange tot. Also ist er wirklich ein Ungeheuer. Lass mich vom Standpunkt des Anführers einer neutralen Station, Nation aussagen. Es ist selten, dass alle fünf Kage an einem Ort zusammenkommen. Hör zu, warum stellen wir nicht die erste alliierte Ninja-Streitmacht auf, bis man die Akatsuki zerschlagen hat? Alliierte Streitmacht? Ein guter Vorschlag. Bei uns herrscht doch praktisch der nationale Notstand. Kooperation könnte die Lösung sein. Es wäre wirklich eine annehmbare Lösung, aber wer sollte solch eine alliierte Streitmacht anführen? Müsst ihr das allein entscheiden, gäbe es so unendlich viel Streit, deshalb möchte ich einen Vorschlag unterbreiten. Der einzige noch verbliebene Jinchuriki ist der Neunschwänzige aus Konoha. Seine Führung ist hier der Schlüssel. Und da hier zu den unterschiedlichen Persönlichkeiten, Altersstufen und Nationen zusammenarbeiten müssten, wäre das vielleicht die beste Lösung. Der Hokage von Nokoa soll die Alliierten in der Streitmacht anführen. Was?
Das ist eine Lüge. Das denkst du dir nur aus. Nein. Oh nein. Das ist keine Lüge. Es ist die Wahrheit über Itachi. Er starb für Sasuke und für Konoha. Yatsu wa Sasuke no tame, Konoha no tame ni shinda. Das ergibt doch keinen Sinn. Wäre es wahr und Sasuke wüsste es überhaupt, dann kommt er da nicht zurück nach Konoha. Tja, als Sasuke ist Lehrer, bildest du dir ein, seine wahren Gründe, Gefühle zu kennen. Aber das hast du völlig im Dunkeln. Er ist durch und durch gnadenlos, ein echter Rächer. Aber das kapiere ich nicht. Warum sollte er? Wie konnte nur alles so furchtbar schief laufen? Warum hat er sich für die Rache entschieden? Das war vorbestimmt. Es ist das blutgetränkte Uchiha-Schicksal des Hasses. Ein Fluch des Hasses, der mit dem Vater aller Ninja seinen Anfang nahm, mit dem Eremiten des Sechs, der Sechs Pfade. Hass, Fluch. Es war einmal ein Eremit. Dieser Eremit, der Sechs Pfade, hatte zwei Kinder. Sie trainierten zusammen, wuchsen gemeinsam auf, hatten aber unterschiedliche Auffassungen, was Frieden anging. Dem Älteren war bewusst, dass Frieden Stärke verlangt. Der Jüngere wusste, dass für Frieden Liebe notwendig ist. Als der Eremit der Sechs Pfade einen Nachfolger bestimmte, wählte er den jüngeren Sohn, der an die Liebe glaubte. Voller Wut erklärte der ältere Bruder den Krieg. Über die Jahre wurde er von beiden Nachfahren fortgesetzt. Die Nachfahren des älteren Bruders wurden als die Uchiha bekannt, die des Jüngeren als die Senju. Senju, du sprichst vom kleinen Hokage der ersten Generation? Genau, ich bin Hashirama Senju, dem Hokage der ersten Generation viele, viele Male im Kampf begegnet. Naruto Uzumaki. Ich kann dir sagen, dass du Senjus Willen des Feuers in dir trägst. Senju und Uchiha, der Wille des Feuers und der Hass. Naruto und Sasuke. Du bist einfach nur der Nächste, der vom Schicksal auserkoren ist. Sasuke schultert die komplette Bürde des Uchiha-Hasses und will diesen Hass tief in die Welt hineinrammen. Dieser Hass ist seine stärkste Waffe, sein Freund und die Quelle seiner Kraft. Das ist Sasukes Ninja-Weg. Sasuke no nindou nan da. Omae wa eines Tages wirst du schließlich gegen Sasuke kämpfen. Oder vielmehr, ich werde Sasuke auf dich ansetzen. Ore ga omae ni Sasuke o butsukeru. Dieser lange vorherbestimmte Kampf. Ich werde Sasuke sein Erbe als einer der Uchiha beweisen lassen.
Sasuke ist nicht dein Spielzeug. Hör auf, solchen Unsinn daher zu reden. Wenn dein Ziel dieser törichte Beweis ist, warum sammelst du geschwänzte Tiere? Was hast du wirklich vor? Tja, müsste ich wählen? Ich würde wahrscheinlich für mich einen komplett perfekten Form antreten. Was meinst du damit? Das jetzt zu erläutern wäre sinnlos. Nein, ich werde es dir irgendwann unter passenden Umständen erzählen. Es hat Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Bis dann. Kakashi. Dieses Spiel ist eine einzige riesengroße Videoanimation. Warum? Warum er nicht den Oberbefehl über die Ninja-Streitmacht übernehmen soll? Der Mann ist auch als der Ninja der Dunkelheit bekannt. Ich soll also hier nur meine vorurteilsfreie Meinung als neutrale Partei. Wenn dem zugestimmt wird, werde ich die Aufgabe annehmen. Dass ich nicht daran. Niemand hat gesagt, du wärst... Moment mal bitte. Au. Hotokage, zeigt uns bitte das rechte Auge, das du hinter der Bandagen verbirgst. Worauf willst du hinaus? Wow. Was hat das bandagierte Auge des Hokage mit all dem zu tun? Angesichts der Richtung, die Dinge hier nahmen, glaubte ich mir, meine Byakugan auf Lord Hokage anzuwenden. Dabei entdeckte ich etwas, das ich vor langer Zeit bekämpft hatte, nämlich das Sharingan von Shizuha Uchiha. Shizus Augenkunst lässt ihre Opfer virtuelle Erlebnisse durchmachen, die wie natürliche Ereignisse wirken. Hokage, sag mir nicht, du hättest die Fune manipuliert, um meinen Vorteil aus dieser Sache zu ziehen. Auch wenn du die anderen täuschen kannst, meinen Byakugan führst du nicht in das Licht. Lord Hokage. Hallo? Hey, 次から次へと何だ?